Okay, da scheint sich einer zu freuen. Gut, wir können mit ihm und mit dem Schmied reden. Reden wir erstmal mit dem Schmied. Die Karawane hat also ihren Händler gefunden. Du hast ihm zugehört? Er ist wirklich ein munterer Geschichtenerzähler. Er betreibt ein Geschäft namens Viporium. Besonders interessant in der Handelsposten. Da kann man seine Monstermaterialien gegen Materialien aus fernen Ländern eintauschen. Ich kann alles von dir gesammelte Materialien nutzen, um Waffen und Rüstung herzustellen. Eines Tages werden ich meine Regale mit neuer Ausrüstung gefüllt sein, die aus diesen Materialien gefertigt sind. Die Ergebnisse werden dich sehr beeindrucken. Nun, sollen wir? Nein, gerade nicht. Okay, das heißt, das ist jetzt so ein bisschen wie die Argosy in Try, oder wie? Der Dragnaht. Tritt vor, Jäger! Lass deine überragenden und überzähligen Objekte bei mir. Ich werde sie für dich vervielfältigen. Ich habe es dir zu verdanken, dass ich wieder im Geschäft bin. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich meine Position als Händler hier im Viporium für dich einsetzen. Das Viporium bietet verschiedene Arten von Serviceleistungen an. Zum einen habe ich eine täglich wechselnde Auswahl von Objekten zum Verkauf. Zum anderen kann ich die Objekte vervielfältigen, wenn du bereit bist, sie mir kurzzeitig zu überlassen. Darüber hinaus handle ich mit Materialien, die du deine flinken Finger an Monsterteilen aus entfernten Regionen bekommst. Die Jagd wird erst durch eine bunte Mischung verschiedener Objekte interessant, nicht wahr? Wenn du mir Objekte überlässt, werde ich diese vervielfältigen, während du jagen gehst. Übernimm daher dieses simple Mantra. Vor dem Abenteuerium gehe ich zum Viporium. Hihi. Übrigens, die Währung im Viporium sind Karawanenpunkte. Spare also ein wenig, bevor du hier aufschlägst. Und das war auch schon alles von meiner Seite. Um das alles noch viel mehr nachzulesen, nutze die Hilfe in der linken oberen Ecke des Touchscreens. Oh, und als Zeichen des guten Willens übergebe ich dir dies hier. Frohes Handeln! Also gut, lass uns zum Geschäft kommen. Ich habe heute neue Sachen für die Jagd für dich, meine Güte. Über das Viporium. Das Viporium ist ein Handelssystem, das durch besondere Verbindungen viverianischer Händler eine große Vielfalt an Gütern beschaffen kann. Objektvervielfachung erklärt sich selbst. Gib dem Dragnark ein gewöhnliches Objekt und Karawanenpunkte. Er vervielfältigt es, während du auf einer Quest bist. Beim Materialienhandel kannst du Teile eintauschen, die sonst nicht auf dem normalen Weg durch Kauf oder Zerlegen erhalten werden können. Ware kaufen ermöglicht dir, Objekte mit Karawanenpunkten zu erwerben. Der Bestand ändert sich immer, wenn du eine Quest antrittst, also schau öfters vorbei. Zu guter Letzt, Dörfler bitten. Hier kannst du Aufträge von Dörfler annehmen und Objekte besorgen. Stehen keine Bitten aus, erscheint die Option nicht. Ah. Objektvervielfachung. Anfragen. Posteingang anzeigen. Ach so. Materialienhandel. Ah, lebhafte Feder, schwammige Haut, Königsblutrockklaue, Azuras Panzer oder Pelz und Panzer. Seltsame Schlabel. Cool. Damit kann man also so ein bisschen Try-Objekte tauschen, zumindest alle Monster, die es hier nicht mehr gibt, wie es scheint. Sehr cool, und Ware kaufen, Punkte einlösen. Ah, hier kann man auch alles Mögliche kaufen. Okay, sehr cool. Bis bald, mögen deine Beutelgurte niemals zu eng werden. Okay, dann müssen wir noch mit ihm reden, wobei ich das Gefühl habe, dass er mich dann gleich mitschleifen will, oder? Reden wir mal mit ihm. Erste Sahne mit Jäger. Du bist ja nur so durch die dringende Quest gesegelt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie so ein bisschen. Die Versorgungsroute ist wieder verwendbar. Die Leute hier in Valhalla sind außer sich vor Begeisterung. Vor allem der Dragnaht. Schau ihn dir an. Haha. Jetzt, wo er zur Karawane gehört, können wir uns auf dem Weg nach Harth machen. Ich hoffe, du magst Lava. Ich kann es kaum erwarten, dorthin zu kommen, um unser neues Schiff zu bauen. Auf geht's! Du bist doch bereit zum Aufbruch, oder? Wenn ich dort die Quest noch machen kann, dann ja. Brechen wir auf? Brechen wir nicht auf? Ich weiß es nicht. Ja, können wir eigentlich machen. Ja, komm, brech mal auf. So, was höre ich gern. Okay.
Karawanenführer, du bist gerade nicht dran. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, wie wunderschön dieses Spiel einfach ist? Es ist jetzt irgendwie, als wären wir im neuen Monster Hunter angekommen. Das Grundprinzip von Monster Hunter war schon immer, dass man in derselben Stadt war die ganze Zeit und dass man jetzt einfach diese Stadt wechselt. Ich weiß gar nicht, ich finde es einfach so toll, dass man da wirklich nochmal diesen nächsten Schritt gegangen ist und da nochmal weiter. Es ist unglaublich toll. Und dazu dann noch die Cutscene, auch wieder wunderschön gemacht. Also, ich verlieb mich immer wieder neu in dieses Spiel. Einfach echt unglaublich. So, jetzt Karawanenführer, bist du dran. Uff, entspann dich mit Jäger. Wir haben Hart endlich erreicht. Hat dir der Weg gefallen? Ha, ich wusste, dass es so sein würde. So, bist du bereit, ein Schiff aufzutreiben? Gut. Das Wichtigste zuerst. Wir müssen zunächst denjenigen finden, der hier das Sagen hat. Genau, den Häuptling. Ach, bevor ich es vergesse, ich muss noch erklären, wie du zurück nach Valhalla kommst, wenn es nötig ist. Zuerst öffnest du deine Weltkarte. Darauf ist ein Symbol für Valhalla. Und was machst du mit den Symbolen? Ich sag dir, was du mit denen tust. Ich berühre diese verflixten Symbole. Wenn du das machst, wirst du im Nu nach Valhalla transportiert. Brauchst du einen Tapetenwechsel? Vermisst du deine Freundin Valhalla? Sinnst du dich nach einer Rüge vom Marktvibe? Genau dafür ist die Weltreise da. Ha! Und noch etwas. Das Stadttor von Hart liegt den Hügel hoch. Noch tiefer im Dorf. Ich glaube, ich habe es in der Nähe der Außenküche gesehen. Gut, jetzt kannst du weitermachen. Aber ist es nicht seltsam? Ich habe gehört, dass dieses Dorf lebhafter als ein läufiger Kutku sei. Aber sieh dich mal um. Ich nehme an, dass es das Wichtigste ist, erstmal den Häuptling zu finden. Okay, wer will hier noch mit mir reden? Natürlich ist die Fellin wieder da. Okay, da ist meine Hütte. Da ist die Gillenjungfer. Fröhlicher Trovanianer. Trovanianer. Der sieht total fröhlich aus. Ach, du willst mit mir reden. Harthändler. Puh, komm ruhig her, wenn es sein muss. Entschuldigung, wenn ich matt wirke. Mir fällt die Arbeit in letzter Zeit extrem schwer. Willst du etwas kaufen? Ich habe da nämlich ein paar neue Waren auf Lager. Normal S Stufe 3, Perforieren S Stufe 2, Flamme S, Frost S. Ich könnte sie dir weiter aufzählen, aber was soll ich? Es ist sinnlos. Völlig sinnlos. Egal, weniger schwätzen, mehr latzen. Heute gibt's 50% Rabatt. Hey, die sind alle so hochmotiviert. Was ist denn hier los? Ich muss ganz streng mit irgendjemandem Verantwortlichen reden. Hart Ausrüster. Seufz, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe heute so gar nichts Lust. Das Klopfen des Hammers ist wie mein Herzschlag. Im Moment hat mein Herz aufgehört zu schlagen. Ich bin vollkommen lethargisch. Die Lava fehlt mir sehr. Dieses leuchtende, rote, wunderschöne Lava. Aber hinein kann ich verkaufen. Bist du hier, um dir ein paar Waffen anzuschauen? Ich habe gerade mal ein paar neue Schönheiten reinbekommen. Vielleicht schlägt mein Puls wieder höher, wenn ein paar Zenny in der Kasse klingeln. Oder bringst du mich wenigstens zumindest dazu, Begeisterung vorzutäuschen? Und jetzt ergötze deine Glubscherchen an meinen Waren. Okay. Das sieht nach dem Häuptling aus. Warum? Warum? Es ist vorbei. Wir sind erledigt. Am Ende. Ohne die Lava können wir nicht abbauen. Unsere gesamte Zivilisation wird verschrumpeln wie eine Hülsenbeere. Oh Götter, warum? Was haben wir euch, die Trovanianer, bloß getan? Warum wollt ihr uns vernichten? Bah. Hm, wer bist du? Ein Besucher? Ja, ich bin der Dorfhäuptling von Hart. Was sagst du? Oh, du willst ein Schiff bauen? Tja, wie du siehst, können wir dir dabei im Moment leider nicht helfen. Die Lava aus dem Vulkan fließt plötzlich nicht mehr. Und schlimmer noch, ein Zetsukabra hat die Mine unter seine Kontrolle gebracht. Wenn die Trovanianer nicht abbauen können, können wir nichts herstellen. Und wenn wir nichts herstellen können, sind wir nichts als ein nutzloser Trägerhaufen. Ich dachte, wir hätten eine große Zukunft für uns. Aber nein, nein. Verzeih mir, meine Kleine. Was? Was? Meine Kleine? Tatsächlich? Er spricht mich in der weiblichen Form an? Was? Es gibt es nicht.
Meine Weltanschauung ist zerstört. Capcom weiß, wie man weibliche Charaktere anspricht. Okay, das hat mich jetzt wirklich überrascht. Schön. Verzeih deinem Vater, dass er sich die Vergesslichkeit verabschiedet hat, noch bevor eine Frau aus dir geworden ist. Ah nee, halt, er hat gar nicht mit mir gesprochen, oder wie? Ich hab mich gerade schon gefreut, was soll das denn? Ich krieg keine Luft mehr. Ist das das Ende? Unser Gespräch ist übrigens beendet. Ich dachte schon, er hätte mich angesprochen. Hat er mich angesprochen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ach, kleine Frau Schmiedin, das ist die wahrscheinlich. Oh, und ich dachte noch, Capcom hätte es gelernt. Es wäre zu schön gewesen, einfach so im zweiten Dorf, zack, jetzt werden auch weibliche Charaktere angesprochen. Leider nicht. Die Frauen werden hier immer noch unterdrückt. Sie werden immer noch als Männer bezeichnet. Finde ich nicht gut. Okay, kleine Frau Schmiedin. Oh nein, das Dorf ist in Schwierigkeiten. Was mache ich bloß? Papa und Schürfer... Achso, Papa und die Schürfe. Ich dachte, das wäre jetzt auch wieder ein Eigenname. Papa und die Schürfe bewegen sich nicht mehr. Also gar nicht mehr. Sie rühren sich einfach nicht. Bist du ein Jäger, Sir? Sir? Ich nehme alles zurück, was ich gerade vor 10 Sekunden gesagt habe. Oh Mann. Gut, ich, nee, du darfst mich nicht Sir nennen. Du nennst mich ab sofort, ja, Lady ist... Lady oder Madam? Ich weiß es nicht. Wenn es schon so förmlich ist, dann theoretisch Madam, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was das Gegenstück... Das Adelstitel-Gegenstück wäre Lady, aber Lady ist ja mittlerweile mehr oder weniger, so ein bisschen, ja, runtergekommen. Von dem her, oh, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich mach einfach mal Lady. Okay. Bist du ein Jäger, Sir? Darf ich dich Sir nennen? Ja? Nein. Lady, bitte. Okay. Du hast bereits mit meinem Papa gesprochen? Danke. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist schon eine Weile so. Die Trovianer aus Harz sind seit uralter Zeiten für ihre Waffen und Rüstungen bekannt. Aber seit dieser Tetsukabra in die Höhlensenke niedergelassen hat, benehmen sie sich total seltsam. Sie haben komplett in dem Graben aufgehört. Wir haben keine Rohstoffe, Madam. Oder Lady, wie auch immer. Jetzt habe ich's. Okay, ich werde es wahrscheinlich so machen, weil es automatisch kommt. Die Arbeit wurde gestoppt. Die Schürfe haben aufgehört. Ich fühle mich, als wäre ich die Einzige, die noch Motivation hat. Aber jetzt bist du vorbeigekommen, Lady. Das muss Schicksal sein. Der Wind des Glücks. Tut dem Dorf einen großen Gefallen und vertreibe den blöden Tetsukabra, damit Papa und die Schürfe wieder normal werden. Ich kann es nicht ertragen, sie so zu sehen. Wie sie langsam ein Teil des Gebälks werden. Was? Nein, ich weine nicht. Ich weine bloß, wenn ich sauer bin. Okay. Schon. Das gibt's doch nicht. Ist jetzt wieder? Nee, ist... Hä? Oh, jetzt muss ich danach wieder gucken. Was? Ah, keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich will eigentlich noch ein bisschen spielen. Ich mache einfach weiter. Das passiert aber auch irgendwie bloß sporadisch. Keine Ahnung, woran es liegt. Vorhin ist nach einer halben Stunde passiert und jetzt erst wieder sehr viel später. Reden wir mit der Gildenjungfer. Kritzel, ich habe dich gesucht. Ich habe eine Quest, die Dorfbewohner von Hart aufwecken durfte. Aber du musst es mit einem Tetsukabra aufnehmen. Es ist eine giftige, froschartige Bedrohung, die bisher nur wenige erfolgreich gejagt haben. Und was das Jagdgebiet betrifft, du musst zur Höhlensenke reisen, einem natürlich geformten Vulkanfeld. Der Tetsukabra lebt tiefer in den großen Höhlen, die nur durch Löcher in der Oberfläche beleuchtet werden. Es ist ein riskantes Unterfangen, aber die Menschen in Hart zählen auf dich. Ihr Leben wie in eine alte Bahn zu lenken. Du rettest nicht nur das Dorf, sondern erhältst auch Ansehen bei der Gilde. Du kannst also zwei Gagwa mit einer Klappe schlagen. Die armen Gagwas. Und falls du das Questtor von Hart suchst, es ist neben der Außenkirche. Verlauf dich nicht. Das sieht man auch auf der Karte groß und deutlich. Ach so, jetzt sind wir bei den dritten. Ja, Affenschaukel war das. Okay.